Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich glaube, wir sind durch, aber ich möchte noch eine. Ich auch. So, wir brauchen noch ein bisschen Biomaterial und aus Biomaterial holen wir uns noch mal ein bisschen rote Blumen. Ich glaube, wir haben keine mehr von denen. Wir haben jetzt nur noch Rosenstrauß. Probier's mit rote Beete. Rosenstrauß. Ja, genau. Ausprobieren kann man das ja mal, ne? Ich müsste das gehen. Wenn das Kaktus auch schon geht, dann muss das auch gehen. Ja, eigentlich schon. Wir probieren es mal. Aber was soll man sonst aus rote Beete machen? Essen. Aber nur essen, rote Beete? Ich hoffe, dass man jetzt auch Farbstoff rausmachen kann. Ich meine, ja, eigentlich müsste es gehen. Rote Beete, dahin, oben rein. Ja, roter Farbstoff. Sehr schön. Zack, 64er Stack roter Farbstoff. So gefällt mir das, Alter. Roller war auch genug, also kein Ding. Genau. Das finde ich cool. Oh, endlich mal was, wofür ich die rote Beete verwenden kann. Ich baue alle Wege rot. Okay. Okay. So, dann wollen wir mal. Hauen wir einfach hier 50 rote Dinger raus. Ist doch scheißegal. Ja, haben wir alles genug. Wolle brauchen wir sowieso. Wir ziehen ja alles. Ja. Mach ich jetzt erstmal. Machen wir mal so. Ja, ist okay, Leute. 30 Stück ist okay. Haben wir. So, und dann bauen wir mal gerade Jans Bett ab. So. Gestorben, dann hätte ich mich jetzt kaputt gelacht, Alter. Bin ich offline gegangen. So, ne? Ja. Und dann muss man gucken, wo der Altar nachher ist. Ich sag mal, so, ne? Sag mal so. Aber wir den Hinterraum lassen mal einfach weg. Ja, ich glaube auch. Das ist alles zu eng. So, wenn hier der Altar ist, weißt du, dann kann man das hier so ganz. Oh. Wir können natürlich auch noch die Wand weiter da zurückziehen. Da, wo die Türen drin sind. So. Machen wir mal Platz. Das könnten wir dann gleich auch noch machen. Aber so sieht das schon ziemlich nice aus. Wenn da drauf der Altar steht, auf diesem roten. Ich würde hier vorne das rote machen. Komplett. Oder was meinst du? Also nur hier die Reihe. Nur die Reihe. Weil hier ist ein frei überall. An den Seiten. Also ja, genau, das hier wieder hier weg. Dann machst du hier. Nee, auch hier zwei hinten, aber dann nur hier anfangen. Also meinst du so? Ja. Ja. Ja, weil es dann aussieht wie ein Kreuz wieder. Ja. Das wird schon was. Ja, ich könnte gleich mit hochkommen und dahinter dir noch das abreißen, ne? Weil hier drinnen. Oh. Ach, jetzt habe ich keinen mehr mit. So. Ich stelle dein Bett hier mal wieder hin, ne? Oh. Einfach da, so, zack. Dann gehen wir hier hoch und dann reißen wir das ab, Leute. Mega geil. Mega geil. Hast du das Dach auch ein Stück abgerissen? Das ganze Dach hast du weggemacht. Ja, eine Seite will ich erstmal am Ausprobieren. Ja, dann reiße ich auch weiter ab, ne? Alles einfach weg. Ganze Dach weg. Scheißegal, Hauptsache ich tue jetzt hier was. Noch ein bisschen abreißen. Hältst du von einem Fenster hier? So Sieht schon geil aus. Ich würde sagen, Jan, vielleicht solltest du beigehen und dir ein bisschen Glas machen, färben und anfangen, dir das da reinzusetzen, um zu sehen, wie du vielleicht die Form machst von den Fenstern. Weil jetzt haben wir schon drei verschiedene Formen ausprobiert. Verstehst du? Ich wäre ja eigentlich am meisten dafür, wenn wir das hier wegmachen und nur oben diesen
Hunden Zeug haben. Das ist mir egal, ich liege im Bett. Ich auch, ist mir auch egal. Gut mal. Ich habe keinen Bock, dass gleich Monster kommen. So, was erzähl nochmal. Hier unten die beiden wegmachen und das so lassen. Ja. Dann lass es doch so und dann werden wir es doch sehen, Jan, wie wir es machen. Also. Ja, genau. Was wichtig ist, dass wir so ein bisschen diese Form behalten von diesem ganzen Kram, finde ich. Ne? Jo. Oh. Ich fange jetzt erstmal an und reiße sie ab, dass wir hier überhaupt mal so ein bisschen vorankommen, ne? Aber hier wird keine Kisten hingestellt, denk da dran. Ja. Ihr Werkzeugkisten und das ist alles noch okay, weißt du, müssen wir nicht so viel hin und her laufen. Finde ich vollkommen okay. Aber wir haben uns geschworen, wir stellen keine Kisten mehr. Ja, schön wäre es, wenn es klappen würde. Ja. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein, Alter. Wir haben so viel... Die Wege sind nie so weit. Also wenn wir mal irgendwo sind, wo der Weg dann weit ist, dann akzeptiere ich die Sache auch wieder, ne? Aber wenn wir die Burg bauen und wir stellen uns da Kisten hin mit Steine, weißt du, und... Ja, das ist in Ordnung. Genau, das ist dann mal in Ordnung. Aber so, nein. Ah, ich habe eine schöne Idee. Oder? Nee. Oder? So, auf jeden Fall wird das schon, Leute. Wir kriegen das alles hier geschissen. Es wird alles mega geil. Da hinten hingucke und diese kahle Stelle da hinten sehe, ne? Wenn ich mir überlege, boah. Aber hässlich. Ja. Ah, es wird aber. Die Offscreen-Aufnahme kommt ja auch noch, die wir machen. Ja, Offscreen, ein Stream werden wir wahrscheinlich dann machen. Ja. Die zugucken wollen, können ein bisschen einschalten dann. Richtig. Aber ich glaube, heute, Rest des Tages, wird immer ein bisschen mehr Rainbow gespielt. Richtig. Voll Lust drauf. Ich weiß, wo der andere ist. Was ist heute? Heute ist heute. 30 oder 31? 30. Also morgen ist Silvester. Ah, der ist mit sich geil einkaufen für Silvester. Es ist schon 2 Uhr gleich. Ja. Also. Er ist 12 Stunden am Schlafen, er soll aufstehen, die faule Sau. Ja, gleich mal Scheiben in Farbe machen. Sieht das zu viel aus, wenn wir hier 3 Fenster pro Seite hin machen? Ich weiß eigentlich es nicht, weil mehr. Eigentlich nicht. Also, wenn wir das ja, wir beziehen das ja alles auf die Kirche. Und wenn du in eine Kirche reingehst, ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal in der Kirche warst. Doch, ist ja alles proppenvoll, ne? Ja. Also vom Prinzip, also daher, gut, in der Moschee kann ich mich dazu jetzt nicht so äußern, ob das da genauso aussieht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist alles zu, ne? Dass man die nicht, ich glaube, dass man die Leute nicht sehen kann, ne? Ich weiß es nicht, dazu möchte ich mich auch eigentlich gar nicht äußern, weil ich davon keine Ahnung habe, nicht weil ich darüber nicht reden möchte oder so, sondern einfach, ich habe keine Ahnung davon, Leute. Ja, so. Ah, zwar mal in der Moschee mit der Schule, aber weiß jetzt auch nicht mehr, wie das aussieht. Hast du noch eine Pickaxe? Ja, aber die gehört mir. Okay, dann hole ich eine neue. Oder habe ich noch Eisen bei mir? Nein.
Ja, ich will da mich einfach nicht zu äußern und nachher irgendwelche Scheiße erzählen, die nicht so ist, ne? So, Punkt. Ja. Also daher, wir machen einfach einen Anhaltspunkt, dass das ungefähr für alle okay aussieht. Und dann passt das nämlich schon. Brauchst du auch noch eine Pickaxe? Da machen wir auch noch eine. Ja, das geht so. Das lassen wir. Was ich geil finde, dass überall an den Wänden diese Werkbänke sind. Ja. Das gefällt mir mega. Du gehst von einer Kiste in die andere, aber du hast alles vorrätig, Jan. Ja, ne? Das dachte ich mir auch. Du nimmst deine 6 Stickies zum Beispiel wie gerade und dann holst du dir deine 6 Eisen und du baust einfach. Weißt du, du brauchst nicht erst noch kilometerweit laufen, um zu bauen. Das ist mega genial. Also man merkt gerade so ein bisschen die Vorteile durch dieses neue Lagersystem, ne? Das ist echt geile Sache. Ja, das mit den Fenstern ist mega, Jan. So lässt du das mit 3. Ja, das ist richtig so gigantisch aus. Ja, das sieht mega gut aus. Ich habe hier auch oben bei dem Kreuz eine Idee. Ich habe auch schon überlegt, dass wir ein... Aber das kriegt man nicht in Minecraft hin, so ein richtiges rundes Dach bauen, so in der Art. Rundes Dach? Ja, weil eigentlich ist eine Kirche ja langgezogen. Ja, ja. Und dann ist das ja nicht spitz, sondern es ist ja so ovalmäßig wie so ein halbes U. Ne? Wenn du dir so den... Wenn du dir so den Kölner Dom oder so anguckst, bei dem bauen wir natürlich jetzt nach Kölner Dom, ne? Voll. Voll klar. Und ja, Kami ist da. Oha. Wenn man vom Teufel spricht. So, und? Karl, ne? So sieht's gut aus. Jetzt kannst du dich austoben, Jan. Erstmal hier die ganzen Sachen aufsuchen. Ist was runtergefallen? Ich geh mal gucken. Ui, das war das Bäuerchen. Also wenn wir so weitermachen, dann könnten wir die nächsten 100 Folgen wirklich einiges verändern in der Welt noch. Ja. Aber wie viel wir noch vorhaben auch, ne? Ja klar, was mich einfach ein bisschen wurmt, ist, dass wir einfach noch nicht die Zeit gefunden haben. Weil man muss ja wirklich sagen, Leute, wenn wir das mit dem Terraforming machen, dann mache ich nicht einen Stream, der nur eine Stunde geht oder zwei, sondern dann haue ich da vier, fünf Stunden und dann wird Terraforming gemacht und dann läuft halt auch Musik im Hintergrund. Das wird auch nicht auf YouTube dann veröffentlicht. Also das müssen wir auch sagen. Ich und Jan haben uns, oder ich habe mich dazu entschieden, dass ich auf Twitch gehen werde und nicht auf YouTube. Einfach aus dem ganzen Grund, Jan, man kann Musik hören im Hintergrund. Ja. Weißt du, ich kann mir einfach Musik anmachen und kann auch mal 10 Minuten meine Fresse halten und einfach bauen. Weißt du, oder mit den Leuten kommunizieren im Dingens. Es ist einfach angenehmer, ne? Dann. Weil wir machen nur Terraforming, Alter. Vielleicht kommt Geige, vielleicht kommt Spawny mit. Und dann kann man da hinten alles abreißen. Da drüben muss alles weg. Das muss alles weg, Leute. Und das machen wir alles offscreen. Also für die YouTuber offscreen. Für die Twitch-Zuschauer, wir sind online. Gronkh nennt das zwischen den Minecraft-Folgen irgendwie so sein Stream. Ja. Und dann wird auch nicht gebaut oder ihr werdet nichts verpassen. Das muss man eindeutig sagen. Ihr werdet nichts verpassen. Es wird auf 100%, wenn jetzt so die Kirche beendet wäre, würdet ihr zu 100% nächstes Mal sehen, wie wir hier weiterbauen. So. Also das können wir auf jeden Fall garantieren. Und das garantiere ich auch, weil dann sonst werde ich pingelig. Yes. Ich werde müde. Ich muss gleich erstmal was essen. Ich habe immer noch gar nichts gegessen heute, Alter. Gar nichts. Außer hier Kaffee und das war's. Und den Call of Duty 2-Stunden-Key getrunken. So, dann bin ich jetzt hier. Was
was wir da oben machen. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Aber das würde ich sagen, sehen wir bei der nächsten Woche. Und wir sagen vielen Dank fürs Einschalten hier bei Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lege mich mal ins Bett. Ach, du kannst noch nicht schlafen. Okay. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, Jan. Hier bei Minecraft. Und ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es euch hat gefallen. Wenn ihr natürlich Ideen hierzu habt, dann könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Weil so schnell bauen tun wir ja auch nicht, ne? Das muss man ja auch mal sagen. So, bis dann. Tschüss! Tschüss.